Hallo meine Lieben, hier ist wieder Marlena und wir sind wieder bei Project Castaway. Diesmal ohne Update, was dazwischen kam. Wir sind aber auch müde, das heißt wir schlafen jetzt erstmal schön hier wir schlafen gleich mal 10 Stunden. Wir wissen nicht, wann wir wieder so schön viel schlafen können. Hier wird erstmal ordentlich geschnuppelt. Und dann gucken wir mal. Es ist einfach 4 Uhr. Es ist richtig orange hier. Das ist ja schon nett, ne? Guckt euch mal den Himmel an. Genau, und wir gucken mal, dass wir heute einen Fluss bauen. Oh, ist schön. Ist schick. Sieht tatsächlich unfassbar schön aus. Machen wir mal so. Gucken wir mal. Und jetzt mache ich mal hier schön. Ein Foto. Sehr schön. Sehr schön. Also es sieht wirklich nice aus. Sehr, sehr hübsch. Also ich würde hier gerne einen Fluss bauen. Und ich würde hier gerne die Insel nochmal angucken, ob man jetzt hier doch irgendwo hochkommen kann. Das wäre noch sowas, was ich auf der Liste hätte. Die will ich eigentlich nicht in meinem Rucksack haben, weil ich gar nicht in Versuchung kommen will, die irgendwie zu essen. Aber ich werde die nicht los. Kann ich die bitte rauswerfen? So, danke. Die will ich nämlich nicht. So. Jetzt habe ich keine Yucca mehr. Ich weiß gar nicht, brauchen wir überhaupt Tau? Wir gehen mal zu den Reifen und fangen mal hier Floßbau an. So. Können wir das Floß ja eigentlich auch hier bauen? Weil hier liegen ja die Reifen in der unmittelbaren Nähe. Und wir wollten die Flaschen noch aufmachen, ne? Das stimmt. Und das Surfboard haben wir auch noch. Meine Güte. Okay, als erstes gucken wir mal hier ins Inventar und gucken mal, was die Flaschen sagen. So. Vitamine und so weiter. Bottle Note. Aha. I found this note. Claire's letter. Alles klar. Da kann man... Es ist eine Quest. Man kann da so ganz viele finden und wir haben erst die Hälfte gefunden. Meine liebe Emma. Witzig. Mein Hund heißt Emma. Du warst das Licht in unseren dunkelsten Tagen. Die Quelle von Hoffnung und Freude. Als ich dich traf. Ich hab dich behandelt wie meine eigene Tochter. Dein Lachen, deine Verrücktheit, deine grenzenlose Energie hat Leben in unsere schwachen Herzen gebracht. Aha, aha. Nee, nicht weird. Nicht weak. Very hearts. Okay. Schönheit in den kleinen Sachen finden. Seashell, Flower, Sunset, Over the Ocean. Ja, das kenne ich. Dann Welt durch die Augen eines Kindes sehen. Wunder, Magie. Naja, das sind so die Standardfloskeln, ne? Mhm. Ich habe dich so sehr geliebt und so. Never forget, call me mom, bla bla bla. Hin und her. Jede Nacht flüstere ich nur deinen Namen zum Stern. Hoffe, dass du mich irgendwo hören kannst. Ich vermisse dich sehr, girl, sehr doll. Mhm. Aha, 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 aha. Sie wurde also irgendwie, ist sie da abhanden gekommen. Sind sie umhüllt von Dunkelheit, sie tragen sie mit ihr im Herzen und so weiter und so weiter. Also irgendwie ist dieses Kind abhanden gekommen. Bis man sich wieder sieht. Okay, ja, ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Also es ist irgendein Kind, was irgendwie dramatisch verschwunden oder weggekommen ist. Aber gut. Okay, es gibt auf jeden Fall noch viele Flaschen zu finden. Das müssen wir dann mal noch machen, ne? So. Wir waren beim Thema Fluss. Die Sicht ist halt echt hartnervig, ne? Ich habe übrigens gesehen... Nein! Verdammt! Was habe ich denn jetzt gemacht? Kann ich das hier noch abbrechen? Ja. Jetzt habe ich alles abgebrochen. Ich habe nämlich gesehen, ich meine, dass man auf einem Floß tatsächlich ein Feuer machen kann. Das heißt, es wird dann am Ende doch Sinn machen, dieses Floß so gut es geht auszubauen. Aber wir fangen erstmal wieder klein an, weil wir haben gar nicht so viel Material.
Wir haben nämlich nur, also wenn es dabei bleibt, 5 so eine Reifen, bräuchten aber 6. Also für 3. Mhm. Vielleicht haben wir ja doch 6. Vielleicht haben sie ja einen dazugepackt, damit es sich lohnt. Wir brauchen jetzt noch einen. Also wenn wir noch 3 finden, dann können wir noch ein drittes Teil bauen. Aber zumindest sehe ich ad hoc nur. Da hinten sind noch Tonnen, da könnte man es dann erweitern. Hm, okay. Wir machen jetzt mal das Ding hier fertig. Wir brauchen ja dann auch noch ein Segel und ein Ruder. Zack. Jetzt habe ich die so nebeneinander gemacht. Das ist wahrscheinlich doch schon schlau. So, 6 Loks. Das habe ich natürlich jetzt blöd gemacht, weil die nächsten Bäume so weit weg sind. Naja. Gut, dann werden wir hier mal ein Pelmchen fällen. Dann müssen wir auch irgendwann wieder jagen gehen, weil wir haben ja auch wieder Hunger. Aber gut. Jetzt hier erstmal das Floß weiter voranbringen. Zack. Zack. Wie, 2? Ja, der andere Ding liegt da oben. So ein Mist aber auch. Naja. Genau, Floß bauen. Dann können wir danach mal die Insel anschauen. Vielleicht gibt es ja jetzt mittlerweile einen Anker. Boah, Fragen über Fragen. So, ich fäll mal hier die hohe Palme in der Hoffnung, dass es hier was mehr gibt. Das wäre gut. So. Gucken wir mal. Dass wieder nur 2 sind. 1. Nee, sind auch 3. Okay. Natürlich. Oh, ich kann nur 2 tragen. Ist natürlich blöd, dass das eine jetzt da oben festgeklebt ist irgendwie. So. Zack. Bitte hier bleiben. Dankeschön. Wir wollen ja auch nicht, dass du einfach wegschwimmst. Gucken wir gleich mal hier nach so einem Segel. Das machen wir hier noch hin. Ja. Nicht umkippen. Nicht umkippen. Nicht umkippen. Jo. So. Und ein Ruder. Wir auf die andere Seite machen hier. Kann ich das hier schon festmachen? Nee. Großes Kino? Geht nicht. Geht aber hier, oder was? Ah, okay. Das muss ich jetzt erst fertig bauen dafür. Das ist auch neu. Das konnte man vorher alles in einem, aber sei es drum. Dann machen wir jetzt hier erstmal das Holz fertig. Wir brauchen, glaube ich, auch nochmal Holz für Segel und Ruder. So. Hier müsste jetzt ja noch irgendwo eine Kokosnuss eigentlich rumliegen. Weil wir haben ja jetzt 3 Palmen gefällt. Die müssen wir auch noch suchen. So. Aber da könnte man natürlich so ein bisschen wie bei Stranded Deep anfangen, jetzt hier einfach mal ein richtig krasses Floß aufzubauen. Das einfach immer wieder zu erweitern. Okay, man kann es schieben. Dann lasse ich das mal hier erstmal liegen. Das gefällt mir von der Lage nämlich eigentlich ganz gut. So, jetzt kann ich das nur hier ran machen. Gefällt mir nicht. Kann ich dann hier vorne das Ding hier ändern? Nee. Ich möchte das jetzt hier nicht mehr haben. Kann ich das wegmachen? Ja, kann ich. Okay. So, nehme ich das hier mal wieder auf, was ich da irgendwie... Habe ich anscheinend da schon reingesteckt. Dann machen wir nämlich das Raft hier hin. Und dann machen wir das Ruder auf die andere Seite. Wie? Jetzt geht es hier gar nicht mehr, oder was? Leute. Das habe ich total in Käse hier. Kann doch nicht wahr sein. Das ist doch mistig. Wo kann ich das jetzt hinmachen? Da ist auf jeden Fall schon wieder der Hai. Geht das jetzt? Nee. Ist doch Käse jetzt. Ich muss doch hier ein Ruder anbringen. Sonst geht die Nummer doch komplett schief. Hm. Jetzt ist hier reingepackt. Ja. Gucken, ob es jetzt geht. Es geht nicht. Ich kann kein Ruder anbringen.
Ist mein Stoff wieder weg? Mann, es ist doch jetzt hier auch schon wieder verhext, die Nummer. Stimmt der jetzt hier? Nee. Doch, unterm Floß hier. Ist doch der Stoff gewesen. Ich hab ihn noch gesehen. Hier. Immerhin kriegt man es komplett wieder, aber das ist doch jetzt hier wirklich schwierig. Schauen wir nochmal. Ich gehe mal komplett rum, ob man es jetzt hier irgendwo... Ich kann kein Dings anbauen. Gut, kann ich es auseinandernehmen? Nee, der haut es auch nicht kaputt. Das ist doch ätzend jetzt hier. Und der Plan wurde vereitelt. Das bedeutet, ich werde jetzt Fässer holen. Die Base erweitern. Und hoffen, dass es dann geht. Da bleibt mir wohl das nichts anderes übrig. Was ist da hinten? Oh, okay, jetzt scheinbar die Absturzstelle. Da ist noch Hornisse. Wie viele Fässer brauche ich eigentlich? Ganz schön viele, glaube ich, ne? Also mindestens zwei. Ich baue mal eben ein Floß. Düdüm. So. Das Fass wäre dann Nummer 1. Fass wäre hier. Es rollt sogar noch ein Stück. Das baue ich mal direkt hier noch ran. Zwei Barrels. Okay, gut. Dann gehe ich mal nach dem zweiten Fass gucken. Vielleicht liegt da hinten nochmal eins. Dann können wir auf dem Weg gleich was trinken. Und dann brauchen wir nochmal Loks. Und dann müsste das eigentlich gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht dann weiterkommen mit unserem Plan. Vielleicht liegt da hier irgendwo noch ein Fass rum. Ja, da liegen sogar zwei. Perfekt. Dann nehmen wir hier so ein Fass mit. Und machen mal ein Fass auf. Haha. Genau, sehr gut. Sehr schön. Gut, dann hätten wir nämlich das auch schon ready. Brauchen wir nur noch Holz. Und dann hoffe ich, dass ich da zumindest das Ruder anbringen kann. Weil ohne Ruder brauchen wir gar nicht losfahren. Oder man richtet es halt so krass aus, dass es dann hoffentlich ohne Wellen doch dazu führt, dass man auf der anderen Insel ankommt, was ich aber irgendwie blöd finden würde. So. Boah, ich bin ganz schön kaputt. Es zieht richtig Energie. Und Hunger habe ich auch schon wieder. Und das alles ohne Essen. Naja. So, dann habe ich jetzt dein Fass. Und ich habe noch ein Fass. Und jetzt brauche ich... Was für Loks? Drei. Drei Loks. Okay. Das machen wir ready hier. So. Dann fällen wir mal ein Palmchen. Dann können wir auch gleich wieder eine Kokosnuss. Super. So. Baum fällt. Sehr schön. So wünsche ich mir das. Zwei. Wie, das waren jetzt wieder nur zwei? Ach Mann, ey. Kann doch nicht sein. Muss ich noch einmal welche fällen? Ist das hier? Ach, ein Schmetterling. Okay, der darf weiterleben. Da habe ich noch keine Verwendung für. So, dann brauchen wir noch einen Block. Klack, klack. Und dann schauen wir mal. Und dann haben wir aber eigentlich auch gleich ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wir können das mit dem Feuer wirklich mal ausprobieren. Vielleicht können wir uns nämlich Bett und Feuer und alles ja auch aufs Floß packen. Und haben dann ein Hausboot. Das wär's. Apropos Hausboot. Ich war dieses Jahr auch mit dem Hausboot. Bin mal gespannt. So. So. Okay. Floß ist ausgebaut. Und jetzt möchte ich bitte ein Ruder hinzufügen können. Und das ist möglich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und dann würde ich auch noch ein Raft-Segel da hinzufügen. So, das packen wir dann mal vorne. Entweder, wo packen wir das denn hin? Dass es wenig Platz wegnimmt. Wir machen uns das doch mal in die Sicht, weil ich glaube, dann können wir schön rechts hier so ein Feuer und eine Kiste und vielleicht sowas noch alles hinbauen, wenn das geht. So,
7 Large Sticks und dann sind wir durch. Dann haben wir das doch nochmal gerettet hier, die Nummer. Sehr gut. Ich bin begeistert. Sehr begeistert bin ich. So, Palme. Pro einem großen kriege ich 4, also 2. Am Ende klein machen. Hier ein bisschen planvoll vorgehen. So, sehr schön. Das dauert halt schon einen Moment, ne? Bis man die dann so runter hat hier. So, 4. Und nochmal 4. Und wir brauchten 6, 7. Da müssen wir zweimal laufen. Nee, das wollte ich nicht. So, Large Stick, Large Stick, Large Stick, Large Stick und ja, ich kann nur 6 tragen. Vielleicht waren es ja auch nur 6, wir können ja noch hoffen. Dann schauen wir mal. Ich würde es ja cool finden, wenn man da das mit dem Feuer... Also es wäre nicht ganz realistisch, aber dann hätte man echt so eine kleine Enklave und hätte das immer dabei. Okay, es waren 7. Wäre irgendwie nice. Komplett autark, so auf See. Würde, dann muss man nicht immer überall eine neue Base aufbauen. Also es wäre schon praktisch. Das kann man nicht anders sagen. So, hier müsste noch eine Kokosnuss liegen oder habe ich mir die schon geschnappt? Nee, ich nicht. Oder? Nee, habe ich nicht. Den schnappe ich sie mir jetzt. Die snacken wir gleich nochmal eine Runde weg hier, wenn das Floß fertig ist. Sehr gut. Schmetterling? Ja, Schmetterling. So. Alright. Sehr schön. Ich werde mal Mittag essen. Zack. Und zack. Sehr gut. Absolut hervorragend. Schön. Sehr gut. So, und dann gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. So. Campfire. Das funktioniert, Leute. Das ist ja cool. Das ist ja mega. Dann machen wir das nochmal anders. Es gibt eine Floßüberdachung. Ist die Frage. Nice. Ja, sehr geil. Okay. Ich muss kurz überlegen. Dann habe ich hier ein Dach. Das heißt, das Feuer geht auch nicht mehr aus. Mega. Das ist nice. Oh ja, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, das ist cool. Und dann noch ein Bett. Pohohoho. Yay, geil. Wir haben ein Hausboot gezimmert. Ist ja schon nur ein bisschen cool. Wir haben ein Hausboot. Schaut euch das an. Das müssen wir jetzt nur noch bauen. Was brauchen wir jetzt denn dafür alles? Mann, oh Mann. Müssen wir ein bisschen was sammeln. Aber cool. Ja, ich bin begeistert. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt, wir können das dann auch schön ausbauen. Und das wird richtig nice am Ende. Irgendwann haben wir dann noch so Ecken da dran, dass wir dann da hinten raus so mit Kisten und so. Finde ich ziemlich gut. So, Sticks brauche ich noch. Was brauche ich noch? Stoff habe ich nämlich noch. Stoff. Large Sticks brauchen wir 4. Und Palme. Und Sticks. Gut. Richtig gut. Palme habe ich nämlich hier noch ordentlich was rumliegen. Da kann ich, glaube ich, auch nur 4 tragen. Ja. Ich finde ich geil. Das finde ich gut. Da wird die Inselerkundung gleich nochmal nicer. So. Ja, nimmst du das auch? Oder nicht? Oder doch? So, noch 2-mal Palme, 3-mal Stein. Dann brauche ich noch Sticks und Large Stöcker hier. Dann gucken wir mal. Ich brauche Stöcker. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Kann ich das hier klein machen? Ja, kann ich. Läuft. Wie, da kam jetzt ein Large Stick raus, oder was? Ernsthaft? Na, das hat's ja gebracht.
War ja sehr, sehr ergiebig. Boah. Das hat's ja mal überhaupt nicht gebracht. Na gut, ich habe auch nicht so oft darauf gehauen, glaube ich, ne? So. Dann habe ich hier noch einen Large Stick. Das heißt, ich baue nur noch einen. Den hole ich mir aber noch. Den kann ich nämlich mittragen. Ja, so. Zack. Machen wir das hier mal klein. So. So, sehr schön. Gut. Dann, wir brauchten wie viele? Oh, brauchten wir zwei oder drei? Oder vier? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig mitgenommen. Gucken wir mal. Nee, passt. Gut. Steine und Palmwedel. Ist noch ein Stein. Ich guck mal erstmal noch nach kleinen, weil ich brauche ja auch noch kleine Stöcker. Und Palmwedel. So. Gibt's hier mal irgendwo einen kleinen Stock für mich? Hier. Die könnten doch auch einfach mal in ausreichender Menge jetzt hier rumliegen. Wäre doch voll okay. Warum hat es jetzt hier gehackelt? Nicht abstürzen, liebes Game. Das wäre nicht so nice. Boah, das sieht gefährlich aus hier. Ich gehe speichern. Das ruckelt mir zu doll. Das wollen wir nicht. So, zack. 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 Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Wir haben echt den ganzen Tag gebraucht für dieses Floß. Gibt es hier auch mal sowas wie kleine Bäume, die man irgendwie absäbeln kann und auch kleine Stöcker kriegt? Das wäre doch irgendwie gut. Da sind, glaube ich, kleine Bäume. Gucken, ob da kleine Stöcker rauskommen. Ah. Ja, komm. Nee, große. Auch große. Tja, blöd. Den hacke ich die jetzt klein. So. So. Und so. Und dann nehmen wir die gleich noch mit. Wir müssen ja auch langsam mal wieder hier für uns ein Feuer machen, Mann. Schon spät. Wir haben nicht für Essen gesorgt. Ah, wir sind nicht gut prepared hier fürs Überleben. Da müssen wir gleich ein paar Früchte essen. So, das Palmenbett ist ready. Und dann haben wir noch Sticks. Und fehlen uns nur noch drei Steine. Yes. Nice. So. Wo sind hier noch ein paar Steine für mich? Da habe ich die etwa schon alle irgendwie weggefangen. So, hier sind Steine. Nicht, dass mich hier wieder irgendwas anfaucht. So, ein Stein. Höhö. Zwei Steine. Höhö. Und dann liegt um die Ecke der dritte. Sehr gut. Wir sind schon wieder fertig. Also, wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was zu essen finden. Notfalls auch nur Obst und dann müssen wir eigentlich schon wieder pennen. Und mal noch ein Feuer machen. Wir sind auch geistig irgendwie ganz schön kaputt. Was ich nicht so verstehe, weil eigentlich läuft es ja ganz gut. Naja, ach, das Surfbrett, das müssen wir auch noch angucken. Meine Güte. Ein Stock fehlt noch. Was ist sonst? Das ist ready, oder? Ja, sehr geil. So, hier ist noch ein Stein. Den werden wir mal gleich mitnehmen hier. Zack. Und dann haben wir es geschafft. Und das steht auch diesmal da sehr gut. Das kann nämlich nicht einfach wegschwimmen. Sehr schön. Feuer ist fertig. Sehr gut. So, ich habe ja einen Speer, ne? Ja, so, klack. Dann werden wir jetzt mal hier die Krabbe jagen. So, sehr gut. Damit sich das Feuer auch lohnt. Da, da, da. Mal schöne runde Krabbensteak essen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Feuerholz habe. Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir mal welches fertig. Und unsere Axt ist auch schon wieder fast im Eimer. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall demnächst ein Stöcklein für eine neue Axt. So, klack. Ach, ich habe sogar recht viel Stöcker in meinem Inventar. So, also ein damit. Sehr gut.
dann machen wir es mal an. Ja, ich weiß, dass ich müde bin. Ich muss erstmal was essen. Ich habe halt den ganzen Tag einen Floß gebaut. Da kann ich ja nicht hungrig schlafen gehen. So, wir haben ein Krabbenbein und wir haben noch ein Krabbenbein und wir haben einen Krabbenkörper. Und wir haben Durst. Den stillen wir mal sofort. Zack. Sehr schön. Sehr gut. Dann können wir jetzt vorm Schlafen gehen nochmal schnell was essen und dann geht's ab in die Haie. Zack. Zack. Und zack. Sehr schön. Und dann müssen wir uns morgen mal um Obst kümmern. Snack 1, Snack 2, Snack 3. Dann gibt es noch eine Kokosnuss. Und dann sind wir weder hungrig noch durstig. Und dann geht's ab ins Bett. So, wir safen nochmal. So, sehr schön. Und dann machen wir mal schöne 9 Stunden. Geht ja, Mittelweg. Und gute Nacht. Sehr gut. Ich bin sehr froh. So, der Kopf füllt sich auch auf, weil wir schön beim Feuerchen schlafen gegangen sind. Und es ist wieder hell, kurz vor 6, läuft. Feuer läuft irgendwie auch immer noch. Oh. Kann ich das auch ausmachen eigentlich? Nee. Es brennt dann dauerhaft, alles klar. So, dann müsste ich wahrscheinlich mal was noch jagen, damit es sich auch lohnt, ne? Schmetterling habe ich gesagt, dass ich leben. Hier ist nichts, so in greifbarer Nähe. Das Obst werden wir dann noch essen. Ja. Dann gehen wir mal gucken. Was wir hier finden. Ja, das machen wir mal lieber. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht in Ordnung. Wie sieht's aus mit dem Holz? Haben wir noch Holz? Wir bauen uns mal eben noch eine neue Axt. Weil ich wahrscheinlich dann im nächsten Kampf feststellen werde, dass diese blöde Axt den Geist aufgibt. So. Nehmen wir die mal gleich mit. Und dann haben wir hier fresh für etwaige Kämpfe eine Axt am Start. Es fängt gleich schon wieder an zu regnen. Es ist schon wieder so dunkel. So. Was gibt es hier zu holen? Eine Wanze. Komm her. Kann man die essen? Werden wir sehen. Was ist das? Seegras? Will ich nicht. Ich will mir jetzt keinen Verband bauen. So, hier ist Wasser und Starfish Plant. Nee, sieht irgendwie eklig aus. Ich auch nicht. So, was ist hier? Oh, hallo. Lass mich. Oh, ich krieg sofort eine Gänsehaut, wenn ich diese Hornisse sehe, ne? Ich brauche die nur sehen, da kriege ich schon Panik. Also, hier war mal jemand. Der ist auf jeden Fall tot. Den gibt es jetzt nicht mehr so. Okay, dann ist hier noch ein Stein, den wir mal direkt smashen, weil wir bestimmt auch mal wieder neue brauchen. So, der hat auch irgendwie nur 2 gebracht. Das ist ein bisschen komisch, normalerweise kommen da 3 raus. Egal. So, okay. Wasser und Küste zu Ende. Alles klar. Dann soll dem so sein. Gucken wir mal hier so ein bisschen rein hier, was hier so ist. So, da war der Tote. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass die Sicht so ein bisschen kacke ist, ne? Das ist ein bisschen blöd, wenn hier so ankommt, ne? So, Small Stick. Das ist doch jetzt der Durchgang. Das heißt, hier wird gleich wieder rumwarrend. Ich sehe es kommen. Und da sind Krabben. Boah, hier wird es doch bestimmt gleich rumgefaucht. Da hoch kommt man immer noch nicht. Da muss man immer noch bauen. Viele Juckers. Boah, ich habe echt keinen Bock, jetzt wieder allein gefaucht zu werden hier. Von so einem blöden Waran. Das ist eine Schildkröte. Braucht man nicht, ne? Ginger Plant. Ha, was habe ich gesagt, Waran? Seht ihr? Da ist der Kollege. Den könnten wir eigentlich essen. Dafür müssten wir ihn aber killen. Der kann jetzt auch durch Wasser laufen. Aber nicht auf Steine springen. Und was machst du so? Ich jag einen Waran, indem ich auf Steinen rumhüpfe. So. Hallo. Sorry. Sehr mutig. Ich bin begeistert von meinem Mut. Kann ich eigentlich von oben runter pieken? Nee. Nee. Kann ich nicht. Uiuiuiui. Schnell weg. Der ist langsam nicht mehr so amused.
der Kollege. Kann ich jetzt? Ja, nee. Ja, doch. Haha, sehr gut. Feiges Jagen ist genau mein Ding. Kannst du jetzt bitte einfach draufgehen? Geht das? Ich finde diese Jagdszenen nicht schön. Wie, der geht jetzt komplett ins Wasser, oder was? Was soll denn das? Und der faucht auch gar nicht. Ah, okay. Jetzt ist er ja hier. Jetzt habe ich ihn dahin gerafft. So. Damit war es das Komodo Varan. Und damit habe ich Haut und Fleisch. Sehr gut. Und ein Surfbrett. Das nehmen wir auch mal mit. Mich interessiert, was man damit machen kann. Da müssen wir mal das Menü durchblättern. Was man mit einem Surfbrett so anstellen kann. Das ist ja mal spannend. Was ist das? Hier gibt es Schnecken. Ist ja cool. Schöne, fette Schnecken. Die will ich aber jetzt erstmal nicht essen. Dafür muss so eine Menge passieren, dass ich das freiwillig esse. So. Surfbrett. Was kann man damit tun? Menü, verrate mir. Was kann ich mit einem Surfbrett tun? Es sieht nicht so aus, als würde man damit tatsächlich was tun kann. Mhm. Firestore. Okay. Werkzeug. Bogen. Kokosnuss, Bananenbaum. Hunger, Yucca, Palme, Energie, Vitamine, Sanity, Small Tree. Hm. Okay. Kann ich denn wenigstens auf dem Ding dann stehen? Ich trage das mal ins Wasser. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. So. Nee, das geht unter. Nee, doch. Nee, das schwimmt. Was, wenn ich da drauf stehe? Huf. Kann ich darauf jetzt stehen oder nicht? Ja, kann ich. Aber was hilft mir das? Na gut. Ich pack's mal hier hin. Vielleicht brauche ich das nochmal. Alles klar. Was habe ich noch? Ich habe so einen Käfer, den ich essen kann. Hornisse, Fleisch, Stein und Komodowara. Ach stimmt, das muss ich auch nochmal rausfinden, was ich damit machen kann. Hier, so. Bandage, Seegras, Kokosnuss, Bandage. Hm, ja. Anscheinend nicht so viel. Also ich sehe nirgendwo Komodo-Skin. Habe ich nicht gefunden. Dann schmeiße ich die auch mal aus meinem Rucksack wieder raus. So, klack. Können wir ja mal noch rausfinden, ob es dann doch irgendwas damit gibt, aber stand jetzt nicht. So, die Schnecke darf weiter da rumschnecken. Das nehme ich nochmal mit. Genau so wie das und das. Jetzt müsste hier aber trotzdem immer noch ein Komodowaran rumchillen, weil es immer zwei sind. Okay, hier wurden aber auch die Stöcker ordentlich andrapiert, damit man sich die hier einstecken kann. So, schön. Dann schauen wir mal, jetzt ist schön hell hier. So, links können wir da rauf auf die Steine. Und hier gehen wir mal gucken, ob es da nicht doch irgendwo einen versteckten Weg hoch gibt. Ich vermute fast nicht. So, gehört, du stichst. Sperry Plant. Mhm. Stachelbeere. Es gibt Stachelbeeren. Ich werde verrückt. Das ist sehr scharf. Lecker. Die kann man bestimmt alle anpflanzen. Also gut, dass wir hier sind, denn ich habe dadurch die Stachelbeere entdeckt. Die ist neu, die kannte ich noch nicht. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich vermute fast, wir kommen hier immer noch nicht hoch. Außer wir bauen uns wieder das Treppenchaos, um mal da wieder hoch zu jumpen. Also hier rum. Huch, das hat aber hier gerade gescheppert. Bin ich scheinbar abgerutscht. Ja, also es hat mir tatsächlich gar nichts gebracht. Man kommt hier zumindest so jetzt erstmal nicht rauf. Kommt man hier von der Seite da hoch? Was ist, wenn ich hier rumhüpfe? Außer, dass ich schon wieder erschöpft bin. Ist da nicht viel los. Also irgendwie komme ich hier auf den Überhang nicht. Das bedeutet, ich müsste wieder so eine Treppen
Geschichte hier hin klöppeln. Huch, komme ich hier wieder raus? Ja. Hier hoch. Hier, hier, hier. Und das ist dann wieder das Plateau. Also, das sagt uns was. Wir kommen da nicht hoch. Nope. Kommen wir nicht. Na gut. Akzeptiere ich. Ungern, aber akzeptiere ich. Dann die andere Seite. Da könnten wir auch nochmal gucken, was es da gibt. Hier auf dem Stein. Genau, und es müsste ja irgendwann auch nochmal wieder fauchen. Weil hier noch ein Varan sein müsste. Aber vielleicht ist der auch einfach schlafen. Und hat gehört, dass ich seinen Kumpel umgelegt habe und kommt nicht vorbei. Ganz früher gab es hier keinen Jaguar. Und ich hoffe, dem ist auch weiterhin so. Auch so Sachen, die man einfach nicht braucht. Noch ein Jaguar zusätzlich. So, da ist eine Spinne, die gleich mal herzschillt, die ich auch nicht brauche. Vor allem im Dschungel so eine Spinne ist halt blöd, weil man sie halt echt schnell übersieht. So. Gucken wir mal. Was ist hier so los? Viel grünes Dickicht. Ein Baumstamm, der da quer liegt. Ich weiß halt nicht, ob ich da jetzt nochmal querfeldein will. Also wenn ich jetzt meine... Was ist hier? Da ist... Das ist eine Palme. Das, was da wackelt, ne? Sah einfach mal aus wie ein Tier. Das ist nur ein Palmenblatt. Gut. Noch eine Schnecke. Die darf hier weiter schnecken. Ich glaube, da war die Haifinne. Jetzt bin ich einmal rum. Ich habe wenig Bock, jetzt hier querfeld einzurennen, muss ich zugestehen. Vielleicht gibt es hier nämlich doch nochmal einen Jaguar. Auf den ich nicht so Lust hätte. Hier sind... Hier ist noch ein Fass. Das könnten wir mitnehmen und dann gleich noch anbauen. Weil, da war nämlich noch ein zweites da hinten. Gut. Dann machen wir das doch. Dann nehmen wir das Fässchen noch mit. Und holen dann gleich noch das zweite Fass. Und bauen unser Floß direkt aus. Oder kann ich vielleicht sogar zwei Fässer tragen? Nein. Natürlich nicht. Wie auch. Der Arme muss ja schon jetzt schon bucken. Da ist der zweite. Nee, das ist eine Schildkröte. Also es fehlt immer noch der zweite Varan. Der hier auch irgendwo rumfleucht. Gut. So. Wir haben noch mal ein Fass. Wir können auch gleich mal die Stachelbeeren wegsnacken. So, dann brauchen wir aber auch noch mal Loks. Drei, soweit ich weiß. So, Fass. Und noch ein Fass. Okay. Dann haben wir heute noch mal so einen kleinen Rundgang und Floßtag eingebaut. Und dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht auf dem Floß Sachen, also eine Kiste, entweder eine Kiste bauen kann oder Sachen abschmeißen kann, die dann da drauf liegen bleiben. Dann könnte man sich so ein paar Sachen auch schon zurechtlegen. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So. Sehr gut. So Sachen, die man halt so, ne, Steine, Stoff, Taue, eine Kiste mit Tauen zum Beispiel auf dem Floß wäre ganz geil, da muss ich nicht überall so eine so ein Spinnrad bauen. Das wäre gut. So. Sehr schön. Und wieder kaputt. Also die Ausdauer ist wirklich so auf so einem Tag auch wirklich durch. Wir haben auch schon wieder Hunger. So. Den baue ich mal hier an. Und zwar auf der rechten Seite, oder was? Dann in so einer Mitte ist, oder mache ich es gleich ein bisschen länger? Ich mache es, glaube ich, lieber ein bisschen breiter. So. Okay. Rough Barrel Base. Kannst du da nicht dran? Wo willst du denn, wo kannst du denn das hier noch? Da? Das ist, fällt mir jetzt aber nicht so. Geht das hier? Warum geht denn das? Ich habe das Bett so weit drüber gebaut, glaube ich. Ja, dann müssen wir auf der anderen Seite anbauen. Wenn das die doofe Seite ist hier. So. Dann ist das so. Wenn das Spiel sagt, das geht nicht anders. So. Gut. Okay. Dann das noch. Und zweimal so Holz. Nee, dreimal Holz.
Und dann können wir gucken, ob da eine Kiste drauf passt. Was ist eigentlich mit Essen? Ach ja. Das machen wir doch. Und ich muss den Komodo-Varan, glaube ich, auch kochen, ne? Sonst wird der irgendwann schlecht. Da steht leider nicht dran, wann das abläuft. Ich mach mal hier das Feuer schon fertig und brate den mal eben ab. Ich habe keinen Bock, dass ich den umsonst gekillt habe. Das muss nicht sein. So. Mal ein bisschen dosierter hier das Holz reingeschmissen, damit ich nicht wieder umsonst das Feuer laufen lasse. Dann machen wir das Fleisch mal ready hier. So. Sehr schön. Kannst du dich da hinlegen? Sehr gut. Weil dann hält es wahrscheinlich auch auf jeden Fall nochmal ein Momentchen länger. So, wir trinken mal schön eine Runde hier. Zack. Und das Fleisch ist auch schon wieder fertig. Das geht schnell hier. Gucken, kriegen wir heute das Floß noch fertig und dann ist schön. Sehr schön. So. Baum fällt. Und zwar jetzt. Sehr nice. So, einmal. Einmal. Ernsthaft? Eine? Ein Lock. Für eine Palme. Palme. Schon Stufe 7 in Ausdauer. Ja, weil ich mein Floß so weit entfernt angefangen habe, was irgendwie ein bisschen dumm war. Aber ich habe eine Idee. Ich schiebe mein Floß einfach näher ran. Dann laufe ich nicht mehr hin und her. Geht das? Müsste ich jetzt noch hier drüber schieben können. Jawoll. Sehr schön. Die Idee hätte ich auch früher kommen können. Das ist sehr, sehr schlau. Huch, da kann ich einfach so einfach durchlaufen. Okay. So, jetzt aber. Das war auch super klug. Das hätte ich auch gleich machen können. Meine Güte. War jetzt nicht so ein schlauer Move. So. Jetzt wieder mal ein bisschen Richtung Wasser schieben hier. Ist ja doch am Ende ein Floß. Und dann ist es doch nett. Oh, das war auch... Auf die Idee hätte man wirklich schneller kommen können. Naja. So. Nächste Palme. Ich brauche auch erstmal nur noch zwei und die Kokosnuss, die ich sonst wieder vergessen. Da liegen wahrscheinlich auch noch ganz viele rum, die ich vergessen habe. So, sehr schön. So, das ist doch schon nett hier. Sehr nett. Da ist schön hier. Warte mal, komme ich da auch hin? Ich komme da auch ran. Schön. Sehr schön. Bett und Dings. Und dann kann ich gucken, was hier so mit einer Kiste noch geht und ob es sowas überhaupt gibt. Gibt es hier eine Kiste? Hier, Container. Geht die auf dem Floß? Das wäre ja mal richtig nice. Oh, das geht. Wie cool ist denn das? Ey, geil. Ey, das geht. Das ist ja mega gut. Ich hätte die wahrscheinlich noch ein bisschen weiter an den Rand stellen können, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich bin viel zu begeistert darüber, dass es geht. Ich finde, die braucht unnormal viel Holz. 4 Loks für eine Kiste. Aber... übergeil. Dann müssen wir nur gucken, was wir da reinpacken können. Also wenn man da nur Essen reinpacken kann, ist es nicht so geil. Wenn man da auch... so, keine Ahnung, Stoff und so reinpacken kann. Und vor allem wie viel, ist schon nice. So, einer noch. Übergut. So, hier lag irgendwo noch einer. Ich hätte gern den, der hier noch lag. Den. Sehr schön. Super. So. Okay. Kiste ist fertig. Es hat jetzt 4 Plätze. Ne, 6. Okay. Kann ich das da reinlegen? Ich kann auch Stoff da reinpacken. Aber echt nur... ah, nee, das macht er irgendwie nicht so. Kann ich das da reinlegen? Ja, aber auch immer nur eins auf einem Platz. Das ist ja blöd. Kann ich die auch auffüllen? Oh, das muss ich alles noch rausfinden. Das finde ich jetzt raus. Ich gehe jetzt gucken, ob ich die Wasserflasche auffüllen kann. Geht es? Nee, das geht nicht. Okay, aber es wird sicherlich noch kommen, dass man die Flasche dann benutzen kann danach noch.
Okay. Was will ich da noch reinpacken? Was ein Platz tatsächlich sinnbehaftet ausfüllt? Ein Tau braucht dann auch gleich zwei, oder was? Naja, okay. Also, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so klug ist, 4 Loks zu opfern, um so eine Kiste zu haben, wo man irgendwie 6 Sachen reinkriegt, aber ist schon mal besser als nix. So, machen wir hier gleich voll hier die Nummer. Sehr gut. Mal hier für die Sachen arbeiten hier. Und dann ist die Frage, kann ich da auch Sachen rauflegen, ohne dass die runterfallen? Müssen wir auch noch rausfinden. Finden wir aber alles ein anderes Mal raus, weil es ist nämlich schon wieder spät. So, jetzt haue ich das hier weg. Zack. Damit das nicht schlecht wird. Das gute Komodo-Fleisch. Sehr gut. Ich bin absolut begeistert. So. Dann, mit Blick auf unser cooles Floß, was zur einen Seite schwebt und zur anderen Seite nicht. Egal. Machen wir jetzt hier einen Cut und haben ein gut ausgebautes Hausboot für die Erkundung der weiteren Inseln. Wir werden uns dann noch aufmunitionieren, was so Waffen, Werkzeug und so angeht. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Und checken die anderen Inseln aus. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Da könnt ihr gerne wieder einschalten. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Und verbleibe mit dem allseits Bekannten. Bis dann!